Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Christ ist erstanden, so erklingt der Osterruf, hier in der Kirche und bei Ihnen zu Hause. Aber leider können wir immer noch nicht gemeinsam feiern, aber die Osterfreude wollen wir Ihnen nach Hause bringen, mit Musik, Gebeten und Gedanken. Lasst uns Ostern feiern, den Tag des Lebens und der Freude, auch in der Unruhe und Angst dieser Zeit. Lasst uns Ostern feiern, denn dies ist der Tag, den Gott macht. Lasst uns innehalten und uns freuen und fröhlich sein, an unterschiedlichen Orten, aber verbunden im Glauben. Jesus Christus, du nimmst uns Menschen an der Hand und führst uns zum Leben. Wir rufen zu dir. Jesus Christus, du bist auferstanden und den Deinen als lebendiger Herr erschienen. Wir rufen zu dir. Jesus Christus, du bist der Anfang, du bist das Licht, du bist die Auferstehung und das Leben. Wir rufen zu dir. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lasst uns beten. In der Klarheit und Gewissheit des Glaubens bitten wir dich, Gott, öffne unsere Augen für das Wesentliche, für das Wunder deiner Auferstehung, für das Erwachen deines Lichtes und deiner Liebe. Wir glauben, deine Liebe ist größer, tiefer und weiter, als wir denken können. In ihr sind wir verbunden. Öffne unsere Herzen, damit wir einstimmen können in das Osterlob und die Osterfreude in Jesus Christus. Amen. Das Evangelium steht bei Matthäus, Kapitel 28. Als aber der Schabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wenn ich die Ostererzählung aus dem Matthäusevangelium lese, dann kriege ich Lust daraus, ein kleines Schauspiel zu entwerfen. Und da Sie ja gerade nicht in der Kirche sein können, kann ich ganz lockerflockig so tun, als ob ich mich das in echt trauen würde, wenn Sie jetzt da wären. Und weil Sie nicht hier sein können, können auch Sie so tun, als ob Sie ohne Scheu bei diesem Spiel mitmachen würden. Wenn ich zum Beispiel eine von Ihnen bitten würde, die Maria Magdalena zu spielen, und eine andere bitten würde, die andere Maria zu spielen, dann würden Sie natürlich sofort zustimmen. Und Sie würden es wagen, sich in die tiefe Trauer der beiden Frauen hineinzuspüren, bis Ihr ganzer Körper nur noch Trauer um den Tod des Geliebten wäre. Das wäre ganz stark, weil Sie sich ja nicht schämen würden. Es wäre so stark, dass alle, die hier in der Kirche versammelt wären, das in ihren Herzen drinnen fühlen würden. Und die ganze Gemeinde wäre sehr traurig. Und dann würden die Wachen auftreten. Und die hätten vielleicht großen Spaß an dieser Rolle. Sie könnten mit Ironie und total übertrieben den großen Max machen. Im Auftrag der Regierung sich dazu legitimiert fühlen, den anderen Angst einzujagen mit ihren Uniformen und ihren Speeren. Bevor sie dann gleich so klein mit Hut sind. Denn nun Auftritt des Engels. Hier brauchen wir natürlich eine Starbesetzung. Aber auch das wird kein Problem sein, denn das in dir schlummernde Genie wird es ohne weiteres wagen, sich zu zeigen und wird sein Bestes geben. Großes Erdbeben, da kommt er, der Engel Gottes vom Himmel herab. Seine Gestalt wie der Blitz, sein Gewand weiß wie der Schnee. Was für eine großartige Szene. Er schiebt den riesigen Felsen weg, als wäre es nichts. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Der Engel setzt sich auf den Stein drauf. Wie cool! Da sitzt er ganz lässig und verkörpert das Gegenteil von Angst. Die Wachen allerdings, die großen Macker, sie stellen sich tot vor lauter Furcht. Und die beiden Marias? In ihnen ist beides gleichzeitig. Furcht und große Freude. Sie laufen los, um es den anderen zu sagen, was passiert ist, dass Jesus lebt. Und da begegnet er ihnen. Wer will den Jesus spielen? Na klar, alle wollen Jesus sein, lebendig, ehrlich, wieder auf den Beinen, Schlimmstes überstanden und daran nicht zugrunde gegangen. Und dann einfach lächeln, wenn sie sich wiedersehen. Grüß euch. Und dann den Frauen die Angst nehmen. Wäre das nicht ein tolles Theaterstück? Wir können das jetzt nicht ausprobieren, so wie wir vieles heute nicht ausprobieren können. Wir können heute nicht hier zusammen Ostern feiern. Aber ganz ehrlich, ist das nicht immer so, dass wir an Ostern eine Geschichte erzählen, die mit unserer Realität nicht so viel zu tun hat? Eine Geschichte erzählen, die wir trotzdem erzählen? Eine Geschichte, die wir auch dann erzählen, wenn wir gerade voll in der Krise sind? Eine Geschichte, die davon lebt, dass sie sein könnte. Eine Geschichte, die von der Hoffnung lebt. Eine Geschichte, die uns die Erlaubnis gibt, uns etwas vorzustellen, was eigentlich gar nicht geht. Halleluja, liebe Ostergemeinde. Ja, in diesem Jahr ist Ostern ganz anders als sonst, aber wir feiern trotzdem Ostern. Wir feiern das Osterfest immer, obwohl wir vom Tode bedroht sind. In diesem Jahr kommt das uns besonders nah. Wir können das nicht ignorieren. Und dass wir an Ostern kein Osterfeuer anzünden können, nicht dabei sein können, wie die Osterkerze in die dunkle Kirche hineingetragen wird. Dass wir uns nicht zum fröhlichen Osterjubel, zu den Ostergottesdiensten versammeln können, das tut weh.
aber Ostern ist trotzdem. Und dieses besondere Ostern, das werden Sie sicherlich niemals vergessen. Werden wir mutiger sein, wenn wir uns wieder in den Kirchen versammeln dürfen? Werden wir während der Predigt kleine Theaterstücke ausprobieren? Es könnte sein. Und es könnte auch sein, dass ein Engel vom Himmel herabkommt. Seine Gestalt wie der Blitz, sein Gewand weiß wie Schnee, dass er sich auf einen Stein setzt und sagt, fürchte dich nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Halleluja. Lasst uns beten. Christus, du bist unsere Freude. Wir bringen dir unsere Dankbarkeit. Dankbarkeit für deine Auferstehung. Dankbarkeit für liebe Worte und Aufmerksamkeiten. Dankbarkeit für Gemeinschaft über alles Trennende hinweg. Dankbarkeit für deine wunderbare Schöpfung. Christus, du bist unsere Hoffnung. Wir bitten um Geduld, Geduld bis zur nächsten Umarmung, Geduld, bis wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, Geduld in Krankheit und Trauer. Christus, du bist unsere Stärke, wir bitten um Kraft, Kraft für alle Wanderungen durch finstere Täler, Kraft für alles, was wir tragen müssen, Kraft für alle, die in schwierigen Zeiten helfen und heilen. Kraft für alle, die wir vergessen und die unsere Hilfe so nötig hätten. Christus, du bist unser Licht. Wir bitten um Klarheit. Klarheit für alle, die Verantwortung tragen. Klarheit für das, was wesentlich ist in unserem Leben. Klarheit,
damit wir den Weg zu dir immer wieder suchen und finden. Alles, was uns heute bewegt, bringen wir im Vaterunser zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Gehen wir mit dieser Zuversicht und dem Segen Gottes in diesen Ostersonntag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Thank you.